Hallo zusammen, willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute soll es mal wieder um einen Bürostuhl gehen und zwar um den Interstuhl Every Active Edition. Und den wollen wir uns heute mal in diesem kleinen Unboxing-Review uns mal ganz genau anschauen und mal hier die Details durchgehen, sowie natürlich den Bürostuhl auch hier mal direkt aufbauen und dann mal kurz in Betrieb nehmen bzw. einmal kurz testen. Bleibt also unbedingt bis zum Ende vom Video dran und ich würde sagen, wir starten dann auch sofort durch und gehen mal zuallererst kurz ein paar grobe technische Daten durch, um dann anschließend gleich mal hier kurz auf den Aufbau und die Montage überzuleiten. Was haben wir jetzt also hier vor uns stehen? Und zwar haben wir jetzt hier vor uns in dieser grauen Kartonage den Interstuhl Every Active Edition. Das ist ein sehr interessanter und beliebter Bürostuhl, der hier besonders mit einer verstellbaren Dosenstütze daherkommt und somit komfortables und aktives Sitzen erlaubt. Das gesündere Sitzen ist vor allem natürlich in der heutigen Zeit beim vielen Homeoffice von besonderem Vorteil und natürlich kann er auch hier punkten, dadurch, dass es hier von diesem Bürostuhl sehr viele interessante Farbkombinationen gibt und Möglichkeiten, die wir hier dann im Online-Shop zusammenstellen können. Des Weiteren ist dieser Stuhl hier made in Germany, sprich der Drehstuhl kommt hier komplett aus Deutschland und ist auch hier mit einem Premium-Bezug dann geliefert bzw. gefertigt worden, sprich er hebt euch hier wirklich Ewigkeiten und der Hersteller verspricht auch hier eine Langzeitgarantie von 10 Jahren. Es gibt, wie eben schon erwähnt, hier verschiedene Netzfarben, die können wir uns nachher nochmal im Online-Shop direkt anschauen. Da werden wir auch nochmal hier die weiteren technischen Daten vielleicht dann nochmal hier im Detail durchgehen. So viel mal zu den grundlegenden Funktionen und natürlich auch hier Hauptproduktmerkmale. Und jetzt kommen wir nochmal kurz zum Preis. Dieser Bürostuhl, also der Interstuhl Every Active Edition, der kostet so ca. 529 Euro und den könnt ihr direkt bei Interstuhl im Online-Shop bestellen. Ich werde euch den natürlich auch ebenfalls unten in der Videobeschreibung verlinken oder auch natürlich in anderen Online-Shops wie Amazon und Co. Also schaut mal rein, klickt mal den Link dazu an, dann könnt ihr auch selbst mal hier eine Farbkombination auswählen, die euch hier sehr gut gefällt. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir gleich mal hier zum Unboxing über. Wir werden den also hier mal kurz aufmachen, mal schauen, was so alles drin ist und dann auch gleich mal hier kurz direkt vor der Kamera aufbauen, damit auch ihr wisst, wie das Ganze hier sozusagen daherkommt und wie man auch hier den Bürostuhl dann korrekt montiert. Noch eines zur Lieferung, der Bürostuhl wird innerhalb von wenigen Tagen eigentlich zu euch geliefert. Ich habe direkt bestellt und innerhalb von 2 Tagen war er dann auch hier direkt bei mir. Jetzt gehen wir aber direkt mal hier kurz auf den Karton ein. So, das wäre jetzt hier der Verpackungsinhalt. Ich habe mir diesen Drehstuhl hier in der Farbe Rot bestellt. Hat auch den Vorteil, dass ihr im Grunde ein schwarzes Sitzkissen habt, wo auch hier so schöne Detailnähte drin sind. Ebenfalls in der Farbe Rot, aber darauf wird man später hier kurz zu sprechen kommen. Holen wir mal kurz die Komponenten raus und gucken uns die hier nochmal ganz genau an. So, das wäre jetzt hier im Grunde die Rückenlehne. Ich mache hier mal kurz die Verpackung hier weg, die Plastikfolie. Und da könnt ihr schon sehen, ist wirklich ein sehr schönes Rot. Mir gefällt es ja sehr gut. Und wir haben hier den sehr hochwertigen Netzbezug. Ich gehe mal ganz nah ran. Da könnt ihr auch schon sehen, das sieht alles sehr hochwertig verarbeitet aus. Und der Netzbezug hat natürlich einen ganz klaren Vorteil im Sommer. Und zwar verhindert er im Grunde das Schwitzen auf dem Bürostuhl, wenn ihr hier drauf länger hockt. Sprich, die Belüftung hier ist gegeben, auch an sehr heißen Sommertagen. Ich drehe den mal kurz um, da könnt ihr von hinten mal sehen, so sieht er jetzt hier von hinten aus. Hier unten nochmal das Interstuhl-Logo und dann haben wir hier nochmal eine separate Einheit, die auch hier den Rücken stabilisieren soll und im Grunde hier das Netz sozusagen in dieser Wirbelsäulenform dann sozusagen dann bespannt. Da kommt uns auch schon die Anleitung hier entgegen, also hier der Every Active und da wird im Grunde jetzt hier ganz genau erklärt, was ihr hier für den Aufbau braucht und wie das hier genau montiert wird, ist im Grunde hier ganz einfach. Als erstes haben wir das Fußkreuz und da müssen natürlich hier die Rollen reingesteckt werden, also hier kurz auf den Kopf drehen, dann hier die Rollen einfach reinstecken. Im zweiten Teil kommt hier dieser Grasdruckzylinder zum Einsatz, auch der wird hier oben einfach reingesteckt und dann geht es hier zur Montage vom eigentlichen Sitzkissen über. Da wird dann im Grunde hier gleich die Rückenlehne dran montiert, mit 3 Schrauben fixiert und dann wird einfach hier dieses obere Teil direkt hier auf die Gasdruckfeder draufgesetzt und zum Schluss kommen dann noch seitlich rechts und links die Armlehnen dazu. Ja, sieht sehr einfach aus. Ich denke mal auch innerhalb von wenigen Minuten oder einer Viertelstunde kann der vielleicht schon aufgebaut sein. Wir werden es uns aber gleich nochmal anschauen. Hier ist jetzt nicht mehr viel drin. Ich lege das mal kurz weiter und dann gehen wir auch hier nochmal kurz das Sitzkissen durch. Das wäre jetzt hier das Sitzkissen. Sieht sehr hochwertig aus. Ihr könnt auch schon sehen, diese Detailnähte in Rot mit dieser roten Verzierung, die gefallen mir wirklich hier sehr gut. Und deswegen habe ich mich natürlich auch hier für das rote Modell entschieden.
Wir gehen mal kurz hier in die Nahaufnahmen, da könnt ihr hier nochmal die Detailnähe sehen. Auf mich macht das wirklich einen sehr hochwertigen Eindruck. Und dann haben wir hier nochmal auf der rechten Seite so einen Farbakzent, so einen Round, der hier das nochmal ein bisschen abrunden soll. Ja, die Polsterung ist sehr hochwertig, wir können auch hier schön reindrücken. Die ist hier sehr gut gepolstert, aber auch nicht zu weich. Und ich denke mal, da kann man auch hier wirklich sehr gut drauf sitzen. Wir drehen den mal kurz um. So sieht das Ganze jetzt hier von unten aus. Auch hier sehr hochwertig verarbeitet. Wir haben hier sehr tolle Bedienelemente. Und auch sonst gibt es hier keine großartigen Beschwerden. Wie ihr auch schon sehen könnt, sind hier auch schon die Schrauben für diese Armlehnen integriert. Also auch da müsst ihr im Grunde keine großartigen Schrauben mehr irgendwo raussuchen. Da braucht ihr einfach nur noch hier sozusagen den passenden Imbus. Und dann könnt ihr das auch alles hier reinmontieren. Ja, den legen wir jetzt auch mal kurz beiseite und gehen nochmal hier die restlichen Komponenten durch. So, dann kommen wir gleich mal kurz zu den Armlehnen. Und zwar könnt ihr jetzt hier mal einsehen, sollte glaube ich hier die rechte Seite da sein. Die werden einfach hier unten reingemacht. Dann habt ihr auch noch hier die Möglichkeit durch dieses Langloch, dass ihr die im Grunde hier der Breite anpassen könnt. Ich klicke jetzt mal hier oben drauf und da könnt ihr schon sehen, die sind auch hier in der Höhe individuell verstellbar. Da könnt ihr das auch hier optimal in dem Bürostuhl auf eure Bedürfnisse anpassen. Gehen wir kurz zur Oberseite und zwar haben wir jetzt hier einen sehr schönen weichen Bezug beziehungsweise hier ja so eine Gummierung drauf. Die ist hier ein bisschen gepolstert, ist also hier kein Hartgummi oder kein Hartkunststoff, sondern könnt schon sehen, da kann man jetzt hier reindrücken, sprich die Armlehne ist auch hier gepolstert und ihr könnt euch hier natürlich optimal dann drauf abstützen. Ja, sehr hochwertig gemacht. Auch hier ein schönes, tolles, elegantes Design, was auch mich hier sehr anspricht. So, dann haben wir hier nochmal die weiteren Schrauben und natürlich hier so ein Imbusschlüssel. Hier ist also wirklich alles gegeben, um den Bürostuhl auch perfekt zusammenzuschrauben. Da haben wir nochmal die Gasdruckfeder und die sieht auch sehr gut aus. Ich denke mal, da müssen wir auch jetzt auf keine großartigen Details mehr eingehen. Die setzt man einfach so ein. Hier oben gibt es nochmal eine Schraube. Ich denke mal, da müssen wir mal gucken, wie es in der Anleitung ist, ob wir sie abschrauben müssen und wie das dann hier miteinander verbunden wird. So, dann kommen wir nochmal kurz zum Fußkreuz und es sieht so aus. Ist ein ganz normales Kunststofffußkreuz, wie es auch hier bei den meisten Bürostühlen der Fall ist. Hier gibt es eigentlich im Grunde ja nichts, was man im Grunde hier großartig darauf hinweisen sollte. Wir drehen es mal kurz um. Wir haben innen drin eine schöne Versteifung hier durch diese Wabenoptik. Und ja, ich denke mal, da müsst ihr jetzt nicht viel dazu erklären. Ist auf jeden Fall hier auch sehr schön geformt. Und ich denke mal, da kann man die Rollen hier ganz einfach einbringen. So sehen jetzt hier die Rollen aus und die können sich auch hier sehr gut sehen lassen. Die sind nämlich hier optisch sehr schön geformt, sodass im Grunde hier in der Mitte sozusagen ein Loch ist und nur außenrum sozusagen die Rolle, beziehungsweise gibt hier so zwei Rolleinheiten. Gefällt mir persönlich sehr gut, macht optisch hier wirklich einiges her und wirkt auch hier sehr modern. Zu guter Letzt gibt es hier noch so eine kleine Abdeckung, die muss man wahrscheinlich nachher einfach noch irgendwo kurz draufsetzen und dann ist der Karton auch schon leer. Ihr könnt also sehen, der Bürostuhl ist so gut wie komplett fertig aufgebaut. Jetzt würde ich sagen, lege ich alles mal zurecht und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt hier mal einfach einen Tisch genommen und mal hier kurz alles so ein bisschen ausgebreitet, damit es hier einigermaßen passt. Und jetzt gehen wir mal kurz die Anleitungen hier durch und bauen es mal hier Stück für Stück zusammen. Zuallererst fangen wir natürlich hier mit dem Fußkreuz an und werden jetzt hier mal die Rollen montieren. So, da können wir jetzt auch schon sehen, wir müssen das Fußkreuz im Grunde nur hier einmal kurz umdrehen und dann hier die Rollen einfach von Hand einfach reinklipsen, so wie das hier aussieht. Und dann hat sich das eigentlich auch schon erledigt und das machen wir jetzt am besten mal kurz. Dann machen wir kurz die Rollen auf und gucken uns die ja auch nochmal ein bisschen näher an, wenn wir schon dabei sind beim Thema. Und so sehen sie dann praktisch von der Nähe aus aus. Also sehr schön gemacht und ich denke mal, die haben ja auch einen automatischen Stopp drin. Und ja, die machen wir jetzt einfach hier mal rein. Ich probiere es einfach mal hier kurz an der einen Seite irgendwo und dann werde ich dann hier nach und nach die anderen Rollen ebenfalls einsetzen. So. Die erste Rolle war drin, das war jetzt einfach und jetzt machen wir nach und nach die anderen Rollen ebenfalls so rein. So, das Fußkreuz wäre jetzt hier aufgebaut und das sieht auch schon mal sehr gut aus. Jetzt gehen wir mal kurz weiter und schauen mal, was als nächstes da so reinkommt. So, jetzt kommt als nächstes hier die Gasdruckfeder rein. Auch die wird hier ganz einfach nur praktisch reingeschoben. Auch hier müssen wir gar nichts großartig machen. Auch bloß nicht hier mit dem Hammer oder so draufhauen, sondern einfach nur mit der Hand dann reinschieben. So, und schon ist sie drin. Jetzt geht es weiter mit Punkt 3 und zwar müssen wir jetzt hier die Rückenlehne mit diesem Sitz verbinden und es geht auch hier anhand von drei Schrauben. Das machen wir jetzt mal kurz auf den Tisch. Ich richte es mal so her, damit im Grunde hier alles hier auf dem Tisch montiert werden kann. So, das war jetzt doch recht einfach, wenn man sie im Grunde hier jetzt sozusagen auf einem Tisch oder sowas abstellt.
geht das Ganze dann auch recht schnell und sehr komfortabel zum Zusammenbauen. Im nächsten Schritt wird jetzt eigentlich dieser Sitz auf die Gasdruckfeder praktisch ja, draufgelegt bzw. hier so reingefahren. Das machen wir jetzt auch mal kurz und auch da gibt es eigentlich nichts großartig zu beachten. So, zu guter Letzt kommen natürlich jetzt hier noch die Seitenarmlehnen dran. Die könnt ihr natürlich auch dementsprechend weglassen, wenn ihr jetzt hier den Bürostuhl ohne Seitenarmlehnen wollt. Aber für die ergonomische Sitzheilung sind natürlich Seitenarmlehnen dennoch immer sehr zu empfehlen. Die werden einfach jetzt hier dran montiert. Die Schrauben sind ja schon voreingesteckt und da müsst ihr einfach darauf achten, dass die im Grunde so hinkommen, dass dieser Knopf hier, dieser Verstellknopf nach vorne zeigt. Und das machen wir jetzt einfach kurz und dann montieren wir es einmal und dann sehen wir uns auch gleich wieder. So, wenn ihr jetzt alles richtig aufgebaut habt, dann sieht euer Bürostuhl letztendlich dann so aus. Wir haben also hier dann die Rückenlehne, hier haben wir dann die Armlehnen und natürlich hier der Rest vom Bürostuhl. Also der Aufbau war jetzt hier wirklich kein Hexenwerk. Ich denke mal so in 15 bis 20 Minuten seid ihr damit fertig und könnt dann schon aktiv den Bürostuhl verwenden und darauf dann sitzen. Jetzt würde ich sagen, schwenken wir mal kurz um und gehen nochmal hier die Details von diesem Bürostuhl auf der Herstellerwebseite durch, wo ihr diesen dann auch direkt bestellen könnt. Also jetzt sind wir hier auf der Herstellerwebseite im Online-Shop, wo es also hier den Every Active Edition Bürostuhl hier zu bestellen gibt. Da könnt ihr schon sehen, wir haben also hier eine sehr schöne große Auswahl. Ich gehe mal gerade etwas weiter runter, da könnt ihr mal sehen, was es jetzt hier für Farbkombinationen gibt. Also einmal grün mit einem schwarzen Sitz, dann rot mit einem schwarzen Sitz und da gibt es hier noch andere interessante Gestaltungsmöglichkeiten, wo auch hier die Sitzfarbe dann dementsprechend anders ausfällt. Also das sollte wirklich für jeden was dabei sein. Da hat sich der Hersteller hier wirklich einiges einfallen lassen. Sieht hier wirklich sehr schön aus. Auch hier gibt es sehr viele Möglichkeiten. Wir gehen mal kurz weiter runter noch. Da können wir auch hier jetzt sehen, dass es im Grunde hier ein paar Hauptmerkmale gibt. Also auch hier engineered und made in Germany. Das Produktdesign und natürlich auch die Produktion finden natürlich hier in Deutschland statt. Mit der 10-Jahres-Langzeitgarantie, was natürlich auch hier wirklich schon mal sehr gut ist vom Hersteller. Und ist natürlich auch hier für euch sehr interessant, die hier auch über einen längeren Zeitraum einen guten Bürostuhl haben möchten. Dann gehen wir nochmal kurz weiter runter. Auch hier wird nochmal beschrieben, dass es hier verschiedene Netzfarben gibt. Wir haben hier einen sehr ergonomischen Bürostuhl und Schreibtischstuhl mit einer verstellbaren Dosenstütze. Und auch hier kann man natürlich gesünder sitzen und aktiver sitzen, dank der FlexTech-Mechanik, die auch hier kontinuierliche Mikrobewegungen dann praktisch zulässt und somit natürlich auch hier eure Muskel dementsprechend dann schön ja, ein bisschen beansprucht, sodass es auch hier etwas gesünder ist. Dann haben wir hier noch hochwertige Designer-Doppelrollen. Auch die fallen hier sehr gut aus. Und die kann man natürlich auch hier wirklich für beinahe alle Untergründe verwenden. Wir gehen jetzt mal kurz hier auf so einen Bürostuhl drauf. Gerade zu dem roten hier, da können wir schon sehen, was es hier noch alles gibt. Hier gibt es noch weitere Produktdetails. Auch hier können wir nochmal die genaue Auflistung von den einzelnen technischen Daten uns anschauen. Und auch sonst gibt es hier nichts mehr ja, zu beachten. Hier gibt es hier nochmal ein paar schöne Bilder, wie das Ganze hier aussieht. Sieht auch hier wirklich optisch sehr gut aus, wenn man gerade vielleicht mal so ein paar rote Akzente im Raum hat. Passt der Bürostuhl auch hier wirklich sehr gut rein. Ja, sehr sportliche Farbgebung durch auch das rote Design hier und natürlich auch hier solche Akzente, solche Nahtfarben, die auch hier wirklich für die Qualität dann sprechen. Ansonsten gibt es hier nochmal ein paar schöne Detailansichten. Also wie gesagt, hier alles direkt im Onlineshop auf der Hersteller-Webseite. Klickt also jetzt mal auf den Link drauf, da kommt ihr direkt auf die Seite, könnt euch den hier nochmal in aller Ruhe anschauen und euch selbst nochmal hier ein Bild von diesem Bürostuhl machen. So, jetzt konntet ihr gerade eben nochmal die Hauptmerkmale sowie die technischen Daten und natürlich auch hier die Farbkombination euch anschauen, die es im Grunde hier von diesem Bürostuhl, dem Every Active Edition von Interstuhl gibt und die ihr euch selbstverständlich auch direkt auf der Webseite bestellen könnt. Mein Fazit jetzt aus diesem Unboxing Review Video, das fällt schon mal sehr gut aus. Er macht auf mich wirklich einen sehr guten Eindruck, ist hochwertig verarbeitet, ist sehr einfach zum Aufbauen und macht auch optisch einiges her. Falls ihr also jetzt auch Rückenschmerzen im Homeoffice oder im Büro habt und auf der Suche seid nach einem interessanten Bürostuhl, der auch nicht allzu groß ist, dann schaut euch unbedingt mal den Every Active Edition an von Interstuhl, der könnte für euch sehr interessant sein. Wie immer gibt es hier in der Videobeschreibung natürlich selbstverständlich die ganzen Links. Dort könnt ihr mal draufklicken, da könnt ihr auch hier mal direkt euch hier diesen Bürostuhl direkt auf der Herstellerwebseite anschauen und mal gucken, was es da für verschiedene Farbkombinationen gibt. So, das soll es nun gewesen sein zu diesem ersten Video. Ich werde dann jetzt im Anschluss auch gleich noch ein zweites Video drehen und zwar den eigentlichen Praxistest. Und da wird dann hier mal auf die verschiedenen Möglichkeiten und Funktionen von diesem Bürostuhl eingehen und auch den mal hier direkt testen. Falls ihr also Interesse an dem Bürostuhl habt und
wollt noch mal wissen, wie der sich hier in der Praxis schlägt, dann geht auch hier mal direkt auf das zweite Video drauf und schaut euch das am besten jetzt auch noch mal an. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch mal hier einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und falls ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch demnächst wieder. Also bis bald.